So, 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 YouTube. Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir haben noch einen Punkt übrig, einen Attributspunkt, bevor wir loslaufen, den wir irgendwo vergeben können. Und ich glaube, ich hatte doch hier was vorbereitet, dass wir dann den Bogenschützen erhöhen können. Wo versteckte der sich denn? Mechaniker, Charisma. Ah, ich sehe es immer nicht. Tiefe Wunder, Bogenschießen. Genau. Zack, dann können wir nämlich schneller spannen und schießen. Das nächste wäre dann erst auf Level 5. Also nicht so gut. Und hier brauchen wir die Leuder. Wir können ja schon mal, wartet, nach vorne mehr, um dann runter zu gehen. Wir können den Drehmodus mal wieder auf normal setzen. Na komm. Oh Mann, diese Millimeter. Zack. Ja, das unterste brauche ich eigentlich nicht. Aber wenn es schnell gehen muss, nicht? Ist vielleicht besser. So, wir haben hier noch Zeug. Das muss auf jeden Fall weg. Zumindest die eine Reihe. Wir machen drei Reihen. Zumindest wäre das gut, wenn wir die hätten. Klong, klong, klong. Weg damit. Zack. Hoffentlich kommt nichts von hinten, während ich hier ruhig und fröhlich klopfe. Oh, wir müssen was trinken. Oh Mann. Und das, glaube ich, muss auch noch weg. Dann liegt noch ein bisschen was im Innenhof, was weg muss. Das ist auf jeden Fall ein Problemchen. Das hier ist alles okay, bis auf der hier. Er muss einmal weg. Du musst weg. Ja, ach so, wir brauchen Steine, um das hier noch zu sichern. Das brauchen wir auf jeden Fall. Was hast du? Irgendein Bleizeug? Ah, ich glaube, ich hatte viel schon hier weggemacht, nicht? Ja. Der Baum muss noch raus. Hier ist alles weg. Ja, nur das Zeug. Zumindest die Kante muss ich wegmachen. Das Blöde ist, das besteht hier aus drei Teilen. Und die sind dann auch noch 500 stark. Oh. Weg den Kram. Sehr gut. Ja, vielleicht den noch. Das wären auch nochmal drei Reihen. Ich meine, hier gibt es eh nochmal einen Außenschutz auf der Seite. Von daher ist der innen nicht ganz so relevant. Also beim letzten Mal sind die nicht durch diese Barriere überhaupt durchgekommen. Oh.
Und jetzt müssen wir Bäume sammeln, Holz sammeln. Leider haben wir nur Level 3 vom Werkzeug, nicht? Eine bessere Steinaxt haben wir noch nicht bekommen. Level 3, ja. Wir haben auch kein besseres anderes Werkzeug bekommen. Kann ich mal gleich reparieren. Er hat doch sicher gleich wieder Hunger, oder? Hör mal, da unten, was ist das? Das ist Nahrung, nicht? Dann... Komm, wir haben davon so viel. Da wollen wir doch nicht geizen mit. Ich könnte einen Kaffee oder sowas kochen, nicht? Mit dem Wasser noch. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Und ein... Der Baum musste noch weg, nicht wahr? Und alles, was ich mache, muss gleich in Stacheldraht, Stacheldrahtzaun umgewälzt werden. Und die können wir dann gleich auch mal aufstellen. Ein paar Fallen haben wir ja. Und Nester auch immer gern gesehen. Fast übersehen. Ich meine, wenn wir den ganzen Tag jetzt Zeit haben, dann sollte das eigentlich reichen, bei weitem, dass wir das schaffen. Können wir uns gut vorbereiten. Was fies war in der letzten Horde nach kam ein Vogel. Der hat mich das eine Mal ein bisschen erwischt. Weiß nicht, ob die immer kommen oder ob das Zufall war, weil ich im Wald bin. Tja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wir trinken was. Muss ja nicht genau auf 50 sein hier. Ja, Yucca wäre so das nächstbessere, was wir bräuchten, nicht? Dann hätten wir gar keine Wasserprobleme mehr. Wenn wir den Tausammler haben. Jetzt haben wir damit auf jeden Fall eine Grundwasserversorgung. So, Holzstachelfallen. 24 gerade mal. Uff. Gab's nicht einen Holzsammler-Perk? Kriege mehr Items aus Bäumen und anderen Dingen? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Vielleicht sogar mehr als Bogenschütze. Aber das hatte ich beim letzten Mal auch nicht. Hatte ich aber trotzdem wesentlich mehr Holz. Aber ich hatte auch wesentlich besseres Werkzeug. Zwei Stufen, glaube ich, besser gefunden. Ach, jetzt baut der... Na, das ist auch mal... Auf einmal wechseln die Geräusche um 7. Hab mich schon gewundert.
Also auf jeden Fall sehr monoton, nicht? Dieser Ton. Klong, 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 klong. Ich meine, die Kettensäge ist nicht viel besser. Das sind so... Manchmal wünschte ich mir, man könnte ganz einfach die Töne von solchen Spielen an solchen Stellen austauschen. Ich meine, klar, aber wie sollen sie das sonst machen? Dann sagen die Leute wieder, das fehlen Töne. Aber so ist halt auch... Oh, man träumt da auch schon nachts von. So, wir haben ja hier noch Sachen. Kriegen wir auch noch Erfahrungspunkte. Hier vergesse ich immer diese Dinger. Aua. Ich meine, auf jeden Fall viel Krach. Wenn das keinen aufschreckt, würde es mich wundern. Kann auch sein, dass ich letztes Mal im anderen Wald war und da war es einfacher. So, wir müssen noch... Pflaster oder sowas. Pflaster. Steine. Was brauchen wir dafür? Lehm brauchten wir dafür. Okay, aber Lehm haben wir, glaube ich, viel gesammelt. Das harte Leben eines Überlebenden. Ja, das ist immer der eine Tag vor der ersten Horde, nicht? Wo man sich viel besser darauf vorbereitet, als man eigentlich wahrscheinlich muss. Und dann hat man für die nächsten Tage einfach aber auch ein bisschen mehr Ruhe. Man kann das Holz nebenbei sammeln und das reicht, um die Sachen dann zu reparieren. Und vielleicht um eine weitere Stacheldraht-Dings da drum zu ziehen. Ah. Oh, wir können auf jeden Fall ein paar Zombies mal töten als Abwechslung. Weil, dann leveln wir nochmal. Ja, Tiere brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sind noch keine Spuren in der Nähe. Ja, ich glaube, ein Level schaffen wir auf jeden Fall noch. Aber Bogenschütze haben wir verbessert. Ich glaube, jetzt schieße ich auch nicht mehr so krass daneben. Weil wer zugeguckt hat, weiß, wie gut ich schießen kann. Nicht. So, wartet mal. Können wir schon mal die Pfeile... 11. Ah, ist jetzt auch nicht die Welt. Gut, ein Hähnchen wäre insofern gut, um mehr Federn zu bekommen. Oh, wenn ich mich hinhocke, ist das leiser. Oh, das ist gut. Schreibt mir das doch. Sagt mir das doch. Dann ist es nicht ganz so aufdringlich nervig. Das sah komisch aus.
Da muss man einfach mal gegenhauen. Okay, nicht genug Ausdauer. Wir haben auch nicht mehr Wasser mit. Wir müssen also eh gleich nach Hause. Oh, Bogen Level 4. Das ist natürlich noch gut für die Nacht. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich muss mir ein bisschen Holz aufheben. Das Problem ist, ich muss zwei oder dreimal den Bogen reparieren in der Nacht. Wenn ich da nicht genug Reparaturzeug habe, stehe ich ein bisschen blöd da. Ich hatte beim letzten Mal echt Glück, dass ich ausreichend Holz gerade so hatte für zwei Reparaturen. Genau, ja, sag ich mal, in den letzten paar Minuten musste ich dann auf die Pistole umschwenken. Oh. Habe ich jetzt ein Bein eingesammelt? Ich hoffe nicht. Hier waren wir noch nicht so viel. Wir waren noch nicht südlich des Hauses, nicht? Dann gehen wir jetzt mal so eine südliche Runde einfach rum. Was uns da so erwartet. Vielleicht ein paar Hühnchen nochmal finden. Keine Spuren. Machen wir es immer so. Wir gehen von Baum zu Baum. Hocken uns hin. Warten die 3 Sekunden. Keine Spuren. Dann verbinden wir Laufen, Sammeln. Alles miteinander. Keine Spuren. Oh, wir haben was. Da ist ein Hase. Aber Hase ist nervig. Hase brauche ich nicht. Wenig Vogelnester auf jeden Fall. Na, ist immer der gleiche Hase hier. Du störst meine Aura. Was war das große Haus? Oh. Passt das schon? Okay, alle One-Hit-Wonder geworden. Na, dann müssen wir uns irgendwann mal ranwagen an das Ding. Vielleicht nach der Horde-Nacht. Ja. 10 Days to Die, denkt dran. Wir haben nicht 7 Days. Von daher ist das ein bisschen anders. Das heißt, uns steht das Schlimmste noch bevor. So, 1000 Holz. Habe ich die nicht auf Favoriten? Ich habe den Stacheldraht nicht auf Favoriten, nicht? Wie viel könnte ich da machen? 70. Nee, da will ich nicht nochmal so 15. Ich glaube, das reicht sogar. Von dem brauchen wir gar nicht so viel. Keine Spuren. Wobei man sich auch fragt, welche Vögel hinterlassen die ganze Zeit Nester auf dem Boden und sind dann nicht immer in der Nähe. So viel Bodenbrüter gibt's doch gar nicht mehr, oder? Keine Spuren.
Steinpfeile nochmal 17. Und ich muss ja einfach auch besser treffen in der Horde-Nacht, nicht? Dann ergibt sich der Rest ja von allein. Okay, ich bin durstig. Dann sollten wir mal Richtung nach Hause zurücklaufen. Oh, ich bin gar nicht so weit südlich, nicht? Na gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Wir platzieren mal die ersten Schwünge. Holen uns Wasser. Oh ja, mal 6 Federn. Nicht schlecht. Ah, und mir fehlt das... Okay, ich sollte erst die Sachen aufwerten. Oh, alles fertig geworden? Nein. Aber auch nicht so wichtig. Benutzen. So, hier kann alles weg. Essen. Oh. Nehmen wir wieder 2 mit. Steine, da die Dinger. Und dann müssen wir nämlich Pflaster, Steine herstellen. Dann haben wir mal so 200 erstmal. Haben wir noch welche? Wir haben ja sogar noch welche. Okay. Ich hätte noch mehr Wasser mitnehmen sollen, nicht? Muss ich nicht gleich wieder hoch? Ah, ich bin auch ein Held. Oh, ein Wasser reicht. Sagte er und bereute es jetzt schon. Okay, das muss aufgewertet werden. Minimum. Die haben wir schon angefangen. Level up, sehr gut. Kann man nicht aufwerten anscheinend. Gut. Jetzt darf ich hier nicht wieder reinrennen. Glück gehabt. Aua. Ja, ich und Stacheldraht wären keine Freunde in diesem Leben mehr. Und Stacheldraht auch nicht. Oh, an dir komme ich doch nicht lebend vorbei. Doch. So, eigentlich müssen wir die ganze Tür hier noch wegreißen. Okay. Die Sachen kann ich doch. Na? Okay. Okay, wir haben nicht mehr genug. Ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht mehr. 30 oder so. Ja, Essen kriegst du. Komm. Wir sind gnädig.
Und nochmal 19 oder so, nicht? Ich habe so eine ungerade Zahl, das gefällt mir gar nicht. Oh. Ey. Okay. Ja, es muss reichen. Dann fangen wir mal an. Sag mal, ich bin noch gerade bei einer Sache. Ich kann hier nicht ständig wechseln. Danke sehr. Meine Güte. Die sind schon etwas aufdringlich. Ach, hier konnte ich nichts platzieren. Ich weiß nicht wieso. Fällt doch schon wieder ein. Ich glaube, weil davor die Bretter waren. Das ist auch okay. Hat beim letzten Mal auch funktioniert. Ja, der Kasten war ein bisschen blöd. Den habe ich, glaube ich, weggeschlagen. Weil da könnten die sich stacken dran und das wollte ich nicht. Sage mal... Ich habe das gerade neu gebaut. Was ist denn hier gerade los? Ist hier eine Horde vorbeigelaufen? Weil hier so viele Einzeldinger von der Stelle kommen? Ich sehe nichts. Schade. Ne. Na gut. Ich will auch nicht meine Pfeile verschwenden. Vorbereitung ist alles, nicht? In diesem Spiel. Okay. Am Ende habe ich beim letzten Mal auch mehr hingebaut, als ich eigentlich wollte. Oh. So. Wir haben 50 gebraucht nur, nicht? Das ist gar nicht so viel. So, hier mache ich hier einen zweiten in etwa. Oh. Ja gut, passiert. Das zappelt auch so ganz schön rum. Ist schwierig, sehr präzise damit zu sein. Boah. Ach, du warst schon auch tot. Mein Gott. Die haben ja gar kein Aushaltevermögen mehr.
Oh, da können wir ein bisschen mehr hinstellen. So, da haben wir sogar genug gebaut, nicht? Ich kann jetzt innen drin noch ein paar hinstellen. Dass er nicht hier überall durchkommen. Das Fass muss weg. Ich glaube, hier vor hatte ich auch noch mal eine Linie, falls sie doch durchkommen. 2, 3 könnte ich noch auf jeden Fall gebrauchen. So. So. Das dürften genug davon sein. Dann noch. Wir wollten südlich noch ein bisschen Holz sammeln gehen. Das machen wir auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wobei, wenn ich jetzt... Na, okay, ich glaube, die nächste Folge wird noch nicht die Horde-Nacht. Deswegen, bis gleich.